Oh mein Gott, neue Jacke. Was geht's? Nichts, Mann, was geht bei dir? Passt schon, Mann. Heute gehen wir ein paar Reforms einnehmen. Und ein paar zerstören. Und ein paar zerstören. Keine Angst hat die. Platz 2 ist dir nicht mehr sicher, Mann. Oh mein Gott. Nicht ausweichen. So. Weiter geht's. Weiter geht's. Erste Arena fertig. Noch 3 potenzielle. Auf geht's. Ein bisschen kaputt machen für mich. Und nebenbei ein Auge auf den Scanner werfen. Der ist echt krass. Und zurzeit spawnt auch richtig viel. Wir haben letztens sogar den Entwickler getroffen. Mit dem ein bisschen abgehangen. Mehr dazu morgen. Da werden wir eine fette Tour mit ihm machen. Vielleicht auch Interview und so. Schon nicht schlecht. So ist es. Dann bis morgen, Jungs. Gerade die 2. Arena gemacht. Natürlich nicht genau gezeigt, wo die sind. Nicht, dass es ein paar von euch dann hierher kommen. Aber die haben das System wieder geändert vor kurzem. Push ist wieder leichter geworden. Was ist deine Meinung dazu, Arena-Meister? Ich persönlich finde es gut, weil ich push halt sehr gerne Arenen hoch. Ich bin zum Beispiel auch einer, der pusht etwas weiter, damit auch andere umsonst reinsetzen können. Oh. Ja, damit die Qualität der Arena automatisch steigt. Ich weiß nicht, ob das Leute von euch machen. Ich habe halt meine Items ein bisschen aufgestockt, damit ich da nicht Mangel habe. Mhm. Aber wenn ihr, keine Ahnung, eure ersten Münzen habt, so würde ich das erstens auf jeden Fall in die Items investieren, dass ihr mehr tragen könnt, auf jeden Fall. Und danach, keine Ahnung, wenn ihr die komplett voll machen wollt, ist Hofgarten meiner Meinung nach einer der besten Spots. Und danach könnt Hofgarten ihr halt auf jeden Fall beste. Genau, oder beste, ja. Und danach könnt ihr halt auf jeden Fall auf fette Arena-Tour halt gehen. Ja. Und ich meine halt, es ist immer attraktiver für Leute, in eine Arena zu kommen, wo schon eventuell auf 5 hochgepusht ist oder auf 6. Dann geben sie sich auch vielleicht einen längeren Weg, die Leute. Anstatt wenn sie halt sehen, okay, es sind 2 Pokémon drin und man kann nur noch eins umsonst reinsetzen. So ja. Ist es. Also das ist halt mein Gedanke und das hat bisher halt immer gut funktioniert. Ich habe zurzeit halt auch seit 7 Tagen, muss ich mich halt nur auszahlen lassen. Ja? Also das ist halt, denke ich mal, auch nicht so schlecht, ja, wenn man sich dann halt vielleicht mehr ein bisschen aufs Farm konzentrieren kann. Heute gehen wir halt auf Arena-Tour für Hong, dass er noch ein paar sichere hat. Ja, Mann. Ja, wir sagen euch natürlich nicht, wo sie sind, wie er schon gesagt hat. Die Gelben müssen immer leiden. So ist es. Aber mit der neuen Seite, mehr dazu bald, kann man sogar Arena scannen. Was für Hong vielleicht nicht so vorteilhaft ist, dann könnt ihr doch seine Arena finden. Nee. Ja. Zweiseitig, weil so habe ich erstmal ein paar überhaupt interessante Arenen gefunden. Aber jetzt haben wir uns gerade ein bisschen verlaufen. Ich weiß nicht, wo lang. Nach rechts, rechts, rechts. Alles klar. Kein Problem. Also ich habe gerade nicht genug starke Pokémon, überhaupt um welche in die Arena zu setzen. Deswegen entwickle ich mal einen Carpador. 1,848. Mein erstes, das ich entwickle seit den WP-Änderungen. Oh mein Gott, es fehlt noch 100. 2, 3. Mein Gott, ich muss ihn noch ein bisschen pushen. Ich muss ein bisschen von meinem Sternshop aufgeben, aber... Ich habe ja 2,5 Millionen. Wir gehen gerade zur letzten Arena, der 4. Haben gerade die 3. gemacht mit meinem neuen Gyarados, das ich reingestellt habe. Hat 2-3 irgendwas bekommen, musste es auf 2-5 irgendwas pushen. Aber der hat schon viel bekommen pro Push, also war kein Thema. Jetzt da noch die letzte Arena, die ist so lala. Deswegen stelle ich da meinen Pinsel rein. Dimi war begeistert von dem. Der hat ungepusht, 2200 irgendwas. Schon nicht schlecht. Schon echt nicht schlecht. Ja, Mann. Shoutout an Tati und seine Pinsiers. Es war Zeit für mein mächtiges Pinsi, aber er ist tot. Ich muss ihm Max Beleber geben. Oh mein Gott, der kriegt sogar Top Beleber. Ja, Mann, Top Beleber sogar für Pinsi. Aber er hat es echt verdient. Denn er kommt in die Arena. Und. Yes. Alles klar. Oh mein Gott, Mann, ich habe Pinsi noch nie in der Arena gesehen, Mann. Ich andauernd.
Hier kleiner Ausblick. Ein paar Tage, vielleicht hält die. Schauen wir mal. Eine Stärkung, bevor es weitergeht. Ja, Mann. Wir müssen schnell essen, weil irgendwo ein Blitz ist. Vielleicht kriegen wir das noch. So, das war's. Das Blitzer ist theoretisch noch da, aber wir wollen uns jetzt nicht hetzen. Wir jetzt gechillt zum Hofgarten, das ist recht zentral. Fangen ein paar Gusanas, füllen unseren Beutel und dann, falls irgendwas Krasses auftaucht, müssen wir das eigentlich locker erreichen. So. Willkommen zum Hofgarten, meinem besten Freund. Ich frage mal wieder dort, ob ich komme. Ja, mach das. Wir laufen, gerade Hofgarten angekommen. Direkt La Paz gespawnt. Genau da, wo wir waren, jetzt geht's wieder zurück. Wo geht's lang? Geht's, Mann. Warte, oh mein Gott. Hey, gib jetzt mal hoch, Mann. Leider noch nicht, Dimi. Wir haben die richtige Straße gefunden. Oh mein Gott, mein Nebulak. Wir wären fast falsch abgebogen, eine zu weit, aber ich habe zum Glück es noch bemerkt. Ich bin nicht umsonst Platz Nummer 1. So hässlich, oder? Da ist es. Ist es da bei dir? Ja. Mein Gott. Oh mein Gott, ich sag dir die WP. Perfekt. Oh mein Gott. Ist tot. 1020. Na egal, ich bin. Oh mein Gott. Ein weiterer Pokémon-Fänger. Er muss noch ein bisschen weiter vor. Okay, Ivy ist tot. Oh mein Gott, Dimi hat es schon. Oh yes. Eisplitter Blizzard. Egal, Lapras. Wir haben das Lapras gefangen. Weiter geht's. Wir sind spontan in ein fremdes Auto gestiegen. Ich hab Süßigkeiten. Links. Zu dem nächsten Lapras wird knapp. Mal schauen, ob er so verrückt wird wie Tati. Wir müssen wenden. Die Zeit ist knapp. Hier? Ja, müsste da sein. Wo sind die anderen alle? Wie kommen sie schon? Oh mein Gott, das ist das? Nee, ich bin nicht in der Nähe vom Stop, ich muss aussteigen. Ist es der Stop? Der, wo wir gerade davor stehen. Hui, Reis? Oh mein Gott. Bei mir wird gar nichts. Da, ich hab's. Ah, ja. Ich muss nochmal laden lassen. Oh, ja, Mann. Ich hab so. Alle über 30 bei euch, ne? Ja. Oh mein Gott, lade doch. Das war knapp. Das Spiel hat gerade. Das war so dick. Oh, yes. Ich warte noch auf ein richtig, richtig geiles mit Blizzard. Blizzard und Eisung. Weiter geht's. Super Dragoniers, Stratinis. Unser Fahrrad jetzt ein Walkie-Talkie. Mit dem folgen wir anderen Leuten. Sehr organisiert. Ja, Pokémafia. Aber richtig Pokémafia hier, Mann. So geil. Wie weit ist das weg? Ich glaube, ich schaffe noch 30 Kilometer mit meinem Tank. Ich bin natürlich wieder leer. Mal diese Vorbereitungen. Oh mein Gott! Ja, geht arbeiten, habt ihr auch keine Zeit zum Tanken. Was? Was? Hallo! Grüß dich. Servus.
Hi. Hallo. Dimi. Hi, ich bin der Hong. Grüß dich. Dimi. Servus, Hong. Weiter geht's. Hast du schon Hong? Ja, ich hab so einen Ball geworfen, aber gefangen hab ich es noch nicht. Ja, ich hab auch erst einen Ball geworfen. Bei mir ist Abra geflohen. Traurige Sache. Wir haben schon 5 Lachras. Oh, ich bin nicht schlecht. In 2 Stunden. Und weiter geht's. Weiter geht's. Ich hab's. Hier ist die Gang. Alle. Die Pokémon-Mafia. Ihr seid live dabei. Kleine Tankpause, unser Fahrer braucht wieder Sprit. Wir sind echt am Limit, sogar mit dem Tank. Unser Motto. Dein Eindruck, Dimi, von den Leuten? Alter, Mann, sehr nette Leute, echt super Teamwork hier, Mann. Ganz ehrlich, ich bin immer dabei, Alter, Mann. Ganz ehrlich, wenn es hier so Scannertouren gibt, ist echt cool. Und es ist effektiv, das ist das Krasse. Wir haben jetzt halt Pech gehabt, Mann. Wir haben die Gruppe jetzt halt verloren. Wir sind jetzt ein bisschen falsch gefahren, aber ich denke mal, zum Scharneda könnten wir es noch schaffen. Wo kommt denn das? Scharneda hier irgendwo. Ich war ein bisschen verrückt. Wir sind nicht ganz sicher. Schaut mal nach. Nee. Wir müssen irgendwie weiter rein noch. Nee. Ist es der Stop? Nee, der nächste. Welcher? Ja, schau. Oh fuck, da müssen wir rein. Ja, irgendwie rein müssen wir. Müssen wir reinlaufen, ne? Da kommen wir da überhaupt rein. Gute Frage. Also, der Stop in dem Komplex. Ist halt auf der anderen Seite. Oh mein Gott, da kommen wir safe nicht rein, Mann. Das ist ja der Friedhof, Mann. Das müsste auf der anderen Seite vom Friedhof sein. Wenn das echt der Friedhof ist. Das ist echt der Friedhof. Ja, das ist der Friedhof. Da kommt ihr safe rein. Alles klar, wir laufen nachts durch einen Friedhof für Janeiro. Oh mein Gott, gut. Okay. Oh mein Gott. Ihr habt es gesehen? Oder auch nicht? Wir sind irgendwo im Friedhof. Das ist schon gruselig, Mann. Verrückte Folge. Back to the graveyard, Mann. Echt creepy. Alter, geh mal. Wir haben die Tür da hinten offen gelassen. Ja, die war schon offen. Die war schon offen, ja. Ja, aber wir haben sie. Die war nur angelehnt. Achso, ja gut. Schon Ärger gefangen, hier irgendwo auf dem Friedhof. Wann ist die Spawn nochmal? Die Spawn 56, okay. Von Relaxo? Nee, da ist noch ein Relaxer am Tollwood. Wo ist das? 21.10 ist die Spawn. Tollwood. Ding. Marienplatz. Schaffen wir das? Nicht Marienplatz, sondern Theresienwiese. Schaffen wir schon. Ich glaube, ich war jetzt trotzdem erstmal wegen Bonbon-Event. Auf geht's zum Relaxo. Ach, weg vom Friedhof. Auf zum Tollwood. Da ist ein Relaxo. Reborn aktiviert worden. Aber nicht wie immer noch. Magisch, der ist immer noch platziert. Der ist immer noch tot, Mann. Oh mein Gott, kein Kommentar. Weiter geht's hier beim Tollwood. Er ist genau mittendrin. Wo bleibt unser Fahrer? Da. Genau da. Okay, Stadt. Bin ich hier richtig oder ist mein GPS verrückt? Ja, ich glaube, wir sind sogar parkt. Das steht tatsächlich. Ich bin im Tollwood. Statt Hofgarten kommen wir hierher, Alter, Mann. Ich sehe echt gut, Mann. Okay, Mann.
Dimi, kein Hofgarten-Fan. Eigentlich muss er dafür direkt gekickt werden. Ich hab nicht gesagt, dass ich kein Fan bin. Aber hier hast du mir schon zwei Sachen gesagt, die krass waren. Ja. Sorry. Sir. Hast du's? Ja. Schlecker Erdbeben. Wie stark? Ich habe gerade nur 1000. Also 1000. Ich habe 1000 Leute umgehört. Ja. Schlecker Erdbeben. Oh, hier wieder raus, oder? Ja. Weiter geht's, das war Tollwut. Auf zum Gifler. Bist du soweit, Dimi? Ich bin soweit. Ja, Ding, du musst Navi angeben. Ich weiß, aber lass mich jetzt mal den Stop mitnehmen. Okay, dann bist du nicht soweit. Gib doch keine falschen Informationen, Mann. Warum hält ihr mich nicht so von der Seite? Dafür habe ich Tati, Alter. Ja, Tati, Alter, du bist mal ein kleiner Hater. Und das nur, weil dein Platz gefährdet ist, Alter. Ich weiß es schon. Oh mein Gott. 881. Bei mir schon gekommen. Müsst ihr reinlaufen? Ja, natürlich. Das ist noch endweit. Wir müssen zu einem Stop. Bleibst du hier? Ja. Super saftig. Diesmal verrückter Navi. Verrücktes GPS zahlt sich aus. Muss nicht in die Kälte, nicht in den Park. Schauen wir mal. Bisher hat er sich hart gewehrt. Und bam, da ist er ja. Auf dem Weg zum dritten Galaxo oder so. Ja, dann hänge ich den an der Ampel ab, oder? Warte ich bis gelb ist und dann halt sich. Wir werden von irgendjemandem verfolgt. Oh mein Gott, vielleicht ist es Tati. Oh mein Gott! Den wollen wir abhängen. Tut mir leid, Tati, wenn du das bist. Tut mir leid, Tati, aber wir haben echt viel Spaß ohne dich. 1,8383, das ist schon. Ach, hast du schon. Das ist schon stabil. Wie lagst du, mein Freund? Oh mein Gott, großartiger Wurf. Ja, und hier ist es, ja, perfekt. Es hat... Oh mein Gott, Mann! Okay, ach, ich fange es jetzt noch für Lena und dann schreibe ich auf. Ich fange es für Lena und komm nach. Wir müssen auf unseren Fahrer warten und dann geht's weiter. Er darf seine Freunde nicht verärgern. Es geht ab, das letzte Galaxo. Es ist anscheinend 20 Minuten weit entfernt. Wir haben noch 22 Minuten für das Galaxo. Es gibt Chaos, es gibt Leiden. Der Navigator macht Probleme. Richard Strauß-Straße, genau. Ich hätte die nächste nehmen müssen. Ja. Labras wird angezeigt. Nee, Quatsch, hier könnt ihr auch entlang fahren. Ja, da links dann. Wir haben gerade Galaxo verpasst, aber direkt Labras und noch ein Galaxo gespawnt. Labras zum Glück auf dem Weg. Aber es geht heute echt ab. Tati ist auch irgendwo. Vielleicht treffen wir ihn noch. Aber wie immer alleine. Was soll das heißen, Mann? Tati weiß schon, was es heißt, Alter. Oha, 2000. So, jetzt gebe ich es euch. Warte, was haben wir? 2000. Tati, leide doch nicht! Alles klar, perfekt. Oh yes! Tati, komm schnell, ich muss noch vor. Was geht ab, Mann? Ist das Labris dir abgehauen? Ja, Mann, leider. Das Lachs habe ich hier gefangen, oder? Einen wunderschönen guten Abend, die Herren und die Damen. Das sind Tatis neue Freunde. Er wird uns vergessen für die. Warte, ich komm vor. Oh yes. Machst du noch weiter, Tati? Tati! Ich hab es nicht, aber ich kann
Machst du noch weiter? Ja, Mann. Vielleicht wechseln wir Autos, aber der Kollege hier muss, er muss zu seiner Freundin jetzt, glaube ich. Sagen, bis 6 Uhr in der Früh, Alter. Musst du weiter, mein Freund? Demi nehme ich aber nicht mit. Wir wechseln vielleicht Auto. Jetzt noch nicht, aber ich bräuchte halt echt jemanden zum Navigieren, das wäre ganz geil. Mein Gott. Macht's, was ihr wollt, oder? Ich fahr euch eh hinterher, Mann. Ein leidender Moment gerade. Ich hatte meine Kamera verloren. Ja, Mann. Wo denn? Ja, im Auto. Sie ist runtergefallen. Ich dachte, vielleicht ist sie rausgefallen irgendwo beim Gehen. Der zweite Friedhof heute Abend schon. Ich habe gerade erfahren, neben dem Friedhof, neben dem Labras Gefängnis. Echt krass, wo wir alles waren, Mann. Friedhöfe, Tollwut, Gefängnis. Und der Abend geht noch weiter. Das ist die neue Philosophie, Mann. Es gibt kein Limit. Limit. Pucke Mafia. Pucke Mafia. Aber eigentlich bräuchten wir alle schwarze Zickler. Nicht Zickler, Scheiße, was ist denn geil? Ist noch ein Lab gespawnt und noch ein Galaxo. Galaxo sogar noch 46 Minuten. Für mich direkt am Schallplatz. Für mich und Tom reicht es danach, ja, heute. Direkt Schallplatz. Da steigen wir aus. Letzter Stop. Galaxo. Die Pokémafia macht weiter, für die gibt's keinen Stop. Habe ich gerade erfahren. Kein Limit. Kein Limit. Noch das letzte Galaxo. Zum Labgas haben wir es nicht mehr geschafft. Ich steig hier aus, Schallplatz. Die anderen sind noch weitergefahren. Noch ein kleines Stratini. Aber die Nacht ist noch jung. Ich weiß nicht, was die anderen noch machen. Ich weiß nicht, was Tati noch macht. Aber morgen erfahren wir mehr. Das war's von mir. Das war's von uns wieder und dieser verrückten Nacht. Das Galaxo da ist mir leider noch entkommen, aber wir haben genug andere Galaxos und Labgas gefangen. Nochmal Dank und Shoutout an Justus, unseren Fahrer, bei dem wir einfach so eingestiegen sind. Und an Philipp, der hat die Seite entwickelt, die Scanner-Seite, die ist echt krass. Ihr habt es gesehen, Pokémon kann man richtig gut scannen. Besser als Fast-Pokémon sogar. Arenen kann man scannen. Wo welche stehen, wie hoch die sind. Und das Krasse ist, man kann sogar Lokmodule scannen. Und wie lange die noch laufen, also echt krasse Seite. Aber kostet natürlich auch ein bisschen Geld, deswegen Link ist unten in der Beschreibung, falls ihr die unterstützen wollt, falls ihr auch aus München oder so kommt. Ansonsten Philipp, also der die Seite entwickelt hat, ist auch ein Fan und Zuschauer von uns. Und mit dem waren wir schon unterwegs, habt ihr gesehen. Und heute sind wir nochmal mit ihm unterwegs. Da gibt es vielleicht mehr Informationen mit ihm, vielleicht ein Interview. Aber schauen wir mal. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab, checkt die Facebook-Seite ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.